Heute darf ich Lila Keller besuchen und ich werde sie fragen, welches das letzte Buch ist, das sie gelesen hat. Hallo Lila, herzlich willkommen. Danke, es hat geklappt. Wir Super. Gehen zusammen in mein Musikzimmer. Schön, gerne. Rein. So, da wären wir. Wow, schön. In meinem Reich. Sehr da, wir schön. Setzen uns am besten gerade dort an den kleinen Tisch. Mhm. Gerne. Bitte. Danke. Lila, mich würde interessieren, welches ist denn das letzte Buch, das du gelesen hast? Ich habe es schon bereitgelegt. Mhm. Es heißt Gottes Freund werden und ist von Margot Dupont. Mhm. Es ist ganz neu im Schleife Verlag rausgekommen. Mhm. Schön. Um was geht es in diesem Buch? Freundschaft mit Gott? So wie ja, es klingt. Genau. Und das Spannende ist, dass Margot Dupont beschreibt, wie er in seinem Dienst als Prophet, als Lehrer erlebt hat, dass sich wie eine gewisse Lehre eingestellt hat, obwohl er gemerkt hat, es stimmt alles ringsum. Mhm. Erfolgreicher Dienst, weltweite Einladungen, er war ja maßgeblich in Toronto mhm. beteiligt an diesem Aufbruch. Ja. Und auch mit der Familie war es wunderbar und mhm. doch hat da etwas in ihm einen neuen Hunger gekriegt. Und dann redet Gott mit ihm und sagt ihm, was willst du eigentlich? Willst du so weiter, mir zu dienen? Ich möchte gerne dein Freund sein. Wow, was für ein Angebot. Ja, das hat mich tief getroffen, weil ich einfach glaube, dass wir in einer Zeit leben, auch jetzt, wo Gott Freunde sucht. Mhm. Er hat viele Diener, mhm. viele erfolgreiche Leute, mhm. aber Freunde, die aktiv für ihn arbeiten ja, oder Dienst genau. tun. Ja. Aber Freunde, die Zeit einfach mit ihm verschwenden, mhm. Mhm. in verschwenderischer Liebe, ja. wo es niemand sieht. Ja. Das gibt es weniger. Mhm. Und da es beschäftigt auch mich mhm, selber, ja, ja. weil ich habe wir ja können immer viel tun und machen. Ja, ja, ja. Und ich habe gerade kürzlich in diesem neuen Buch Beautiful Surrender mhm. auch davon geschrieben, dass Gott so eine Sehnsucht hat, mhm. uns wirklich für sich zu haben. Mhm. Ist es denn wichtiger, eine Freundschaft mit Gott zu haben, als ja, ja, darum spricht das mich mhm. auch so an. Mhm. Er braucht auch das Beispiel natürlich von Abraham mhm. und seiner Geschichte, mhm. spannende Auslegungen. Also ein Buch, das nochmal eine neue Seite öffnet, würde ich sagen. Spannend. Schön. Vielen Dank für diesen Tipp und auch dir wünsche ich noch viel schöne Intimität mit Gott.